Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir dir eine Stürmübung ohne Equipment. Alles, was ihr braucht, ist ein Ball, ein Tor. Ja, wir legen direkt los. Die erste Übung, wir nennen sie die Liverpool-Übung. Ich zeige sie euch ganz kurz vor. Also man ist hier am Jonglieren und irgendwann spielt man den Ball nach oben mit, nimmt ihn in Drop mit und dann schnell eigentlich abschließen. Und das wäre die gesamte Übung. Man kann sie auf links und auf rechts machen. Die erste Übung ist durch, ziemlich eine effektive Übung. Ja, hier geht es auch darum, den Ball schnell abzuschließen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Hier, wichtig, man legt sich den Ball vor, man läuft einen Bogen und schießt den Ball direkt ins Tor. Hier geht es darum, dass du den Ball in die Tiefe bekommst, so gesagt. Und danach schließt du direkt ab. Ich zeige es ganz kurz vor. Man spielt sich den Ball selber vor, läuft den Bogen und dann in die Ecke. Okay, ich zeige es euch jetzt mit dem vollen Speed vor. Vamos! Kommen wir nun zur dritten und letzten Übung. Hier stehen wir mit dem Rücken zum Tor. Also sprich, wir stehen hier aus dem Stand. Und dann, wir tun es, als ob wir den Gegner wegdrücken. Danach machen wir irgendeine Finte, diese, nehmen den Ball mit. Und dann das Gleiche, wieder Schuss ins Tor. Ja, auch bei dieser Übung probieren, die Finte hier schnell zu machen. Ein bisschen variabel zu denken, nicht nur immer die gleiche Übung, auch mal eine andere Übung. Und ja. Ich zeige es euch wieder im vollen Tempo vor und ich hau die Dinger ins Kreuz. Das war's mit den drei Übungen für den Stürmer ohne Equipment. Ja, hier geht es immer darum, alle Übungen so schnell wie möglich zu machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei der ersten Übung den Touch mitnimmst, schnell zum Abschluss kommen. Das gleiche auch mit dem Vorlegen, schnell zum Ball gehen und schnell schießen. Und hier kann man, ich habe jetzt vieles mit links gemacht, aber ihr könnt auch das immer abwechslungsweise machen. Mein kleiner Tipp, falls ihr nur einen Ball habt, geht auch. Wenn ihr mehrere Bälle habt, dann ist es natürlich viel einfacher, dann muss man den Ball nicht immer gleich holen gehen. Ja, und bei uns im Training haben wir natürlich sehr viele Bälle, das heißt, bei uns könnt ihr oft schießen. Wenn du zum Beispiel eine Stürmübung möchtest, dann komm zu uns. Wir passen die Übung direkt für dich an, wirklich spezifisch auf dich zugeschnitten. Dafür kannst du unten in der Beschreibung schauen. Und ja Leute, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und letztes Tor noch für heute.